vor Avatar Legends zu spielen. Das ist das offizielle Rollenspiel zu den Serien und Comics im Universum von Avatar Last Airbender, Avatar The Legend of Korra. Und wir werden nur eine Stunde Zeit dafür haben. Das heißt, es wird ein kleiner Rollenspiel-Snack, wo wir ein bisschen was aus einem der Einsteigerabenteuer entführen, um ein paar Szenen zu spielen und mal schauen, was ihr noch da Cooles draus macht. Denn das ist ein Powered by the Apocalypse Spiel. Das setzt sehr viel darauf, dass die Spielenden auch selber Dinge beschreiben, selber Sachen einbringen. Das heißt, ich mache hier nicht allein die Show. Ihr werdet schon euren eigenen Weg finden. Ist auch nicht das erste Mal, dass ihr das spielt. Ich habe noch eine Sache auszuteilen, die hilfreich sein kann. Das sind nämlich die Karten dafür, wie wir im Kampf vorgehen. Ich weiß nicht, ob es einen Kampf geben wird. Schön. Aber jetzt sind wir vorbereitet. Darf ich mir die angucken? Ja, du kannst dir die gerne angucken. Hier eine Karte. Jeder hat die gleichen. Ah, okay. Gut. Diese Ausweichenkarte brauche ich nicht. Das Ausweichen ist nicht so deins. Ja, das dachte ich mir schon. Gut. Wir spielen heute auf ein paar Inseln, die mehr oder weniger hier liegen. Zwischen dem Drachenschwanz der Feuernation und der Ostküste des Erdkönigreichs. Dort befinden sich die sogenannten Purpurtuchinseln, so benannt, weil sie, naja, bekannt oder berüchtigt sind dafür, dass dort Piraten regelmäßig anlegen, die die Segel ihrer Schiffe purpurrot gefärbt haben. Die haben recht stillgehalten während des 100-jährigen Krieges, aber sie sollen wieder aktiver geworden sein, seitdem der Feuerlord Ozai abgedankt wurde. Wir spielen also in der sogenannten Ära Aang. Kennt ihr Avatar? Sehr gut. Wer es nicht... Ja, das Cosplay spricht für sich. Wer es nicht kennt, großartige Neuigkeiten. Ihr habt noch ganz viele Sachen, die ihr schauen könnt. Sie sind gut, ich verspreche es euch. Aber nicht der eine Film von M. Night Shyamalan. Just saying. Den gibt es nicht. Den gibt es gar nicht. Ja. Ja, ja. Ach so. Ja. Die Zeichentricksache. Gut. Auf einem kleinen Schiffchen schaukelt diese Truppe von drei Leuten in Richtung der Purpurtuchinseln. Ihr seid an Bord eines Schiffes, das Kapitän Mosi gehört. Mosi ist, wenn man es ganz ernst nimmt, ein Pirat. Das bin ich? Mosi, nicht du. Mosi ist, wenn man es ganz ernst nimmt, ein Pirat. Aber er ist bereit, euch zu helfen. Denn, so sagte er, eine neue Piratenchefin hat vor relativ kurzer Zeit das Kommando übernommen, die alte Chefin rausgedrängt. Ninka heißt die neue Anführerin. Die geht sehr viel aggressiver vor und hat einen Konvoi überfallen, der ins Wertkönigreich unterwegs war und Kriegsreparationszahlungen transportiert hat. Wertgegenstände, Geld, humanitäre Hilfe und so weiter. Und Feuerlord Zuko hat einen Auftrag mehr oder weniger rausgegeben, dass rausgefunden werden soll, wo die Sachen gelandet sind. Idealerweise zumindest einen Teil davon zu bergen und vielleicht zu schauen, ob man diese Sache mit den Piraten klären kann, dass die wieder stillhalten, so wie früher. Das wäre sehr hilfreich, aktuell für den Frieden zwischen den Ländern. Denn wenn irgendwann demnächst das Erdkönigreich nachfragt, was denn eigentlich mit den vertraglich versprochenen Lieferungen ist. Also es wäre übertrieben zu behaupten, dass niemand einen neuen Krieg will, aber schon die meisten Leute wollen keinen neuen Krieg. So, wo befindet sich denn unsere kleine dreiköpfige Crew an Bord von Mosis Schaluppe? Irgendjemand... seekrank? Die eine Person aus der Feuernation? Ja, was soll ich denn sagen? Es ist halt einfach anstrengend. Es wackelt die ganze Zeit alles. Ich darf mich nicht austoben, weil alles aus Holz besteht. Ist einfach nicht schön. Kannst du mir dein Handtuch mal geben, tatsächlich? Es ist dringend gerade. Das ist jetzt aber, du willst, ja. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte, Xi. Solltest du auch. Ich komme als Crewmitglied verkleidet an deine Seite, Banane. Das hilft? Vielleicht auch nicht. Dann will ich es nicht. Nun gut, ich stecke die Banane wieder ein, verschwinde wieder im Schatten. Danke. Du musst auch auf schwingendem Boden
dein Gleichgewicht finden. Hast du was gesagt? Du musst auch auf schwingendem Boden dein Gleichgewicht finden. Hast du gesehen, wie das hier wackelt? Ja, und du bewegst dich einfach dagegen mit. Und schon ist es eine Bewegung, die von dir kommt und nicht vom Schiff. Und genau wegen dieser Gleichmut habt ihr den Krieg verloren. Und deshalb schippern wir jetzt überhaupt erst. Also wir legen gleich an. Wo ist denn der dritte von euch? Bitte? Wo ist der dritte von euch? Ich legen bin gleich. Hier. Oh, da ist er! Gute Güte. Ja, gut, da wir euch jetzt drei beisammen haben. Also, auf den Purpurtuchinseln. Gebt ihr euch gewieft? Gebt ihr euch hart? Oder die Leute werden euch ausnutzen? Ich kann euch vorstellen, ich habe zumindest noch ein bisschen guten Ruf unter den Piraten übrig, aber am besten überlegt ihr euch schon, was ihr für eine Crew seid. Aber woher wissen wir, dass ihr uns nicht ausnutzt? Kannst du das? Hart? Warum sollte ich das? Nein. Ich habe euch im Auge. Ist ja gut. Wir vertrauen euch natürlich alle. Lord Zuko hat gesagt, wir sollen das auf jeden Fall tun. So. Zuko hat sich noch nie geirrt. Ja, ich. Ja, ja. Das beruhigt mich. Gut. Oi, oi! Wirf mal das Seil rüber. Das ist mein Bier! Verpiss dich! So, wir legen da vorne an. Das Seil. Das. Rüber. Ja, ich bin schon dabei. Sind das Seil? Wie war dein Name nochmal, Kriegerin? Chi. Okay, Chi, du nimmst das Seil und du wirfst das der Person, die da steht und dich erwartungsvoll anschaut, zu. Wieso muss ich das machen? Damit wir das Schiff festmachen können. Ja, egal. Sonst schwimmt es. Sie wartet, bis das Schiff in Reichweite ist und wirft es dann. Ja. Mit vielleicht ein bisschen zu viel Kraft über die Reling. Aber schon in die richtige Richtung. Ja, ja, es wird eingesammelt. Ihr legt an, Mossi. Gut. Ich bin eure Begleitung. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, wenn ihr Informationen braucht zu irgendjemandem hier, fragt den alten Mossi. Ich kenne jeden. Und ich kenne ja auch jeden Ort. Fast. Auf geht's. Vor euch sind erstmal mehrere Schiffe zwischen euch und der Insel. Die Insel selber ist nicht sehr groß. Ihr seht einen kleinen Berg, ist fast das falsche Wort, einen sehr steilen Hügel, der in der Mitte der Insel liegt und drumherum aus kaputten Schiffen erbaute Gebäude, die größtenteils auf Stelzen in den Sand gerammt sind und dann, sobald man am Meer ankommt, einfach Schiffe, die wiederum aneinander festgebunden sind und außer Betrieb gesetzt wurden und jetzt ein neues Heim oder Wohnstätte bieten, weil die Insel selber sehr wenig Wohnfläche hat. Das heißt, dass du nicht sofort auf festen Boden trittst, sondern der erste feste Boden, den du betrittst, nachdem du vom Schiff gehst, wackelt immer noch. Oh, Mann. Gleichgewicht, Gleichgewicht. Eine Frage noch, Captain, Kapitän. Denk dran, du bist hart und eine Piratin. Mit wie vielen Piraten haben wir zu rechnen? Wo sollen wir suchen? Das sollte ich uns auch eigentlich sagen. Wie viele Piraten hier sind gerade? Nein, nur in dieser speziellen Crew, die wir ausfindig machen wollen. Nun ja, also Ninka hat schon so 20, 30 Leute an Bord ihres Schiffes. 20, 30, das werden wir wohl hinkriegen, oder? Das ist gar nichts. Ja? Die konnte unsere Schiffe überfallen mit 20, 30 Leuten? Naja, also viele davon wechseln auch oft peinlich durch, aber sie hat so 3, 4, die wirklich ihre engsten Vertrauten sind. Und eine Ahnung, wo wir sie finden können? Hm? Eine Ahnung, wo wir sie finden können? Ich soll euch direkt Ninka vorstellen? Ach so, ach, gut. Das wäre gut, oder? Das hatte ich vor lauter Übergeben schon mehr vergessen. Okay, okay. Als was wirst du auftreten? Ich gucke mich so ein bisschen um, gucke mir die Piraten an. Ja. Ich sollte mich nicht als Pirat verkleiden, das würde hier viel zu sehr auffallen. Ha. Ich meine, wir fallen gerade auch sehr auf. Vielleicht könntest du, ich meine, dafür bist du ja mitgekommen, oder nicht? Wie war dein Name nochmal? Mayu. Diener des Geheimdienstes. Von vorher in Zukunft. Freut mich. Aber ich habe vielleicht einen Plan. Moment. Großartig. Verschwinde kurz in deiner Ecke. Ich weiß nicht, was der alles da drin hat. Nun, er ist, oh. Ich kenne ihn erst seit 2 Wochen. Er hat mir schon 200 Gegenstände rausgeschwischt. Aber der Feuerlord hat ihn empfohlen, oder? Ja, Zuko hat ihn schon empfohlen. Ah. Also, das Schiff von Ninka liegt dort drüben. Die flammende Flut. Ich werde euch vorstellen, aber
mal schauen, wie sie gerade drauf ist. Aber vielleicht müssen wir erst euer drittes Crewmitglied wiederfinden. Rechnen wir mit ihr. Komm wieder zurück. Ah, bonjour. Ich bin ein Koch der Wassernation. Und ich bin hier, um mir wunderschöne neue Speisen anzusehen. Ist das nicht eine hervorragende Tarnung? Oh, du bist es. Und was machen wir? Ja, ich habe eben gerade Mayu. Ja. Hätte gut. Bart? Ist mir doch reingefallen. Er ist gut. Bis da ja, ist noch. Genau, das. Ja. Ah, Papier. Ja. Und was sollen wir sein? Hast du eine Idee? Du bist ja doch die Person, die sich mit Aufklärung auskennt. Was sollen wir jetzt noch sein? Ich habe für euch nicht mitgeplant, muss ich gestehen. Was wird in deinem Bericht landen? Naja, es ist ja okay, wenn ihr erkannt werdet, nur ich darf nicht erkannt werden. Ich bin der Geheimdienst und ihr seid ihr. Also schleusen wir ihn ein, hoffen, dass er es hinbekommt und wenn nicht, reißen wir das Schiff einfach ab. Würde ich sagen, ja. Oder? Ja. Er marschiert an anderen Piraten vorbei, die größtenteils Feuernationstracht tragen, wenn auch wild gemischt mit anderen Dingen. Ein paar Leute, die von der Wassernation einen Schlag haben. Quasi niemand aus dem Erdkönigreich, weswegen du eine Menge schäle Blicke erntest. Viele von denen haben Schlangen, Papageien auf der Schulter sitzen. Nimm doch vielleicht meine Aalhunde sind in Pferche eingesperrt und knurren euch hinterher. Gut, sehr gut, ja. Ja. Bekommt einen Überwurf von mir, einen roten Überwurf. Er bekommt nicht mehr ganz so viele komische Blicke, vor allen Dingen, nachdem er sich seinen Turban andersrum aufgesetzt hat. Korrekt. Die meisten lungern irgendwo dramatisch herum. Einige Leute lesen tatsächlich. Andere sind dabei, Würfelspiele zu spielen oder mit Messern zwischen ihren Fingern auf Fässern herumzuhacken, während sie euch entschlossen anschauen. Eine Frage hätte ich noch, Kapitän. Passt damit auf. Ich meine, ja, genau schneller. So. Schneller, 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 schneller. Es geht doch besser, komm. Auf einmal verschwindet die Hand nach hinten. Ihr seht, dass der Arm von demjenigen, der das macht, eigentlich hier endet und hinter ihm steht eine zweite Person. Jetzt alles wird mir zu gewinnen. Aha, ein Betrüger. Ein Pirat, meinst du? Ein Pirat, wie alle hier. Oh. Betrüger, wieso? Ist eine echte Hand, ist nur nicht meine. Smart. Ja, gefällt mir. Ich zeig euch mal, wie das geht. Nachdem es einmal schief gegangen ist. Gib mir das Messer. Okay. Ja, es geht ein bisschen schneller, oder? Ich glaube, das ist nicht Teil deiner Hauptausbildung. Deswegen würde ich sagen, beforderst das Glück nicht heraus. Nicht Leidenschaft? Das ist ein Wurf auf Leidenschaft. Auf was würfel ich denn am besten? Leidenschaft. Zehnmal, genau. Ich habe plus 2 in Leidenschaft. Es gibt 4 Attribute in diesem System. Und du hast in Leidenschaft plus 2. Du würfelst mit 2W6, wie bei Powered by the Apocalypse immer. Und sobald du eine 7 erreichst, hast du Chancen, dass es gut geht. 19. Oh. 10 ist sogar ein voller Erfolg. Ringsum hat sich eine kleine Menge versammelt. Oh, ja, unglaublich, oder? Unglaublich. Also du als Koch kannst das sicher gut beurteilen, wie jemand mit Messer umgehen kann. Gute Arbeit. Wenn ihr das, hinbekommt, dann dürft ihr euch meiner Crew anschließen. Es ist, was ist das für eine Crew? Wie heißt euer Schiff? Unser Chef? Gehst du direkt davon aus, dass irgendein Kerl uns anführen würde? Gehst du direkt davon aus, dass irgendein Kerl uns anführen würde? Wie heißt dein Schiff? Ich bin mein eigener Chef. Ich bin Shi und das sind die... hilf mir kurz. Die brennenden Brüder? Der brennende Aalhund. Ja, der brennende... Danke. Ja, brennende Aalhund-Bruder. Brennende Aalhund. Wir haben uns gerade erst formiert. Ja. Die BAB, das ist ein guter Name, das ist ein guter Name. Im Hintergrund muss sie... Achso, ja. Ihr wolltet mit Ninka reden. Ja. Ah ja. Weiter. Gut. Er geht auf ein sehr großes Schiff zu, das prächtig bunt, knallrot und golden angemalt ist und mit verschiedensten Flaggen von eroberten anderen Schiffen behangen. Große purpurne Segel, die gerefft sind und an Deck sitzt eine sehnige Frau, nicht sehr groß, aber mit so dieser ständigen Anspannung von einer Katze, die kurz davor ist, nach jemandem zu springen oder von dem Jagdhund, der nur wartet, von der Kette gelassen zu werden. Eine Eulenkatze oder einem Aalhund, Entschuldigung, will keine unbekannten Tiere hier nennen, die mit übereinandergeschlagenen Beinen da sitzt und sich mit einer sehr bulligen Frau, die neben ihr steht, unterhält und dann in eure Richtung schaut.
Mossi, was bringst du da? Wollt ihr euch mir anschließen? Wer seid ihr? Ach, wir hätten uns vorher absprechen sollen. Wir sind hier, um unsere ehrwürdigsten Ehren darzubieten. Ja, ja, sehr schön. Und die Haltung ist auf Dauer echt ungesund, glaube ich. Sie brauchen vielleicht eine erquickende Massage von unserem besten erdbändiger Masseur. Was ist hier gerade der Plan? Ich habe keine Ahnung, ich versuche das gerade zu improvisieren. Wir verprügeln die Masseur. Warum flüstert ihr? Ich bin Masseur anscheinend, seit meines Vaters ja. Vater. Und es wäre mir eine Ehre, eine so grazile, eulenkatzenhafte... an meine Dienste anbieten zu können. Für die Schultern, ja. Der Verspannung. Wir machen ganz viel mit heißen Steinen, weil wir haben Stein und Feuer. Ja. Wir machen ganz, das ich nutze gut gegen Verspannung. Kraft, Feuer zu bändigen, um Steine heiß zu Davon habe ich gehört. Das machen Sie in Ba Sing Se, oder? Ja, da machen Sie das. Ja, ganz genau. Was ja. bringt uns das jetzt? Wenn wir sehen, wenn wir soweit sind. Schön. Na dann, große Dava, du kommst mit in die Kabine und passt darauf auf, dass die sich gut verhalten, ja? Danke, Mossi, ein sehr freundliches Geschenk. Gut. Sie geht, marschiert nach hinten in ihre Kabine und die sehr große, massige Frau mit einem Fleischermesser am Gürtel. Ich gehe so nah an euch ran. Okay, wenn wir da drin sind, können wir sie uns schnappen, ohne dass irgendjemand was mitbekommt. Und was machen wir dann? Wir hätten sie auf Boden dann schnappen quetschen können. Wir sie aus. Okay. Das macht man doch so, Leute ausquetschen, oder nicht? Ich glaube, ja. Ich mache das zum ersten Mal. Ich gebe euch 5 Minuten. Wenn ihr sie bis dahin nicht gefasst habt, dann mache ich nicht nur Steine warm. In Ordnung. Und was soll ich fragen? Wieso fragen? Du sollst sie gefangen nehmen. Ich soll sie gefangen nehmen? Habt ihr das nicht gelernt, was sind Sie? Doch, ich komme eher aus der Mach Provinz. Mach ihr halt Leben fesseln. Ja, natürlich, aber hier ist ja, wir sind auf einem Schiff. Wollt ihr mal? Ja. Drinnen ist tatsächlich eine Liege aufgebaut, so als habe man das erwartet. Oh. Und Ninka liegt schon. Oh. Ja, fängt an. Ja, in der Tat, das... Ich beginne mit dem... Also, ich verstehe, warum du da bist. Du bist der Masseur. Und ich verstehe, warum du da bist. Du machst die Steine heiß. Oh. Aber warum habt ihr einen Koch dabei? Marketing. Dieser Mensch ist sehr gut darin, unsere Dienstleistung zu verkaufen. Ihr habt ja schon gemerkt, dass mir liegt es nicht, dafür zu werben, wie unglaublich großartig die Künste des Meistermasseurs sind. Und meine warmen Steine. Und sie nimmt sich einen der Steine und... macht das traurigste Feuerbending der Welt mit einer kleinen Flamme um den Stein. Ping. 5 Minuten. Ihr habt 5 Minuten, bevor ich hier mehr mache. Und dann? Dann siehst du dann. Ich beginne mit dem Mörteln. Das ist ein sehr... ein bisschen tiefer. Ja. Genau da. Ja. Ihre Leibwächterin ist auch noch mit im Raum, ja. Ne? Ja. Okay, ich würde mal zu dir hingehen. Also wir kriegen das hier, glaube ich, schon hin. Was uns jetzt richtig helfen würde, weil ich bin hier, um auch die kulinarischen Künste auszuführen, neben den Massagekünsten. Wir bräuchten eine sehr, sehr seltene Frucht, die es hier bestimmt gibt. Können Sie die vielleicht besorgen? Kurz. Und wie heißt die? Es ist eine Banorange. Banorange. Das ist eine Mischung aus der Banane und orange Banane. Sie geht zur Tür, macht sie auf und schreit raus. Hey, kleine Dava, schau mal nach, ob wir Bahnorangen haben. Macht die Tür wieder zu. Ich würde zu ihr gehen und sie ihren zuflüstern. Ja, aber ich meine, Sie können doch jetzt nicht hier irgendjemanden losschicken, der vielleicht die Chefin vergiften könnte. Das ist mein kleiner Bruder, ich vertraue ihm vollkommen. Ah, okay, ja. Aber ist Ihr kleiner Bruder auch wirklich so waghalsig genug, das durchzuziehen? Die wachsen auf ganz hohen Palmen. Also kann sehr gut klettern. Ich würde gerne versuchen, sie mit einem Move dazu zu bringen, zu gehen. Mhm. Und zwar heißt der Move, ist das alles, was du drauf hast? Und ich will sie ganz ein bisschen piesacken,
um sie dazu zu bringen, dass sie das machen möchte. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wie? Also. Es ist, also da, wo ich herkomme, aus der Feuernation, ja, das ist eine große Heldentat, eine Bananenorange von einer großen Palme zu pflücken. Aha. Mit eigenen Händen. Die ganze Zeit schon. Und ich meine, jemand, der solch einen Ruf hat wie Sie, und solch eine Statur, für den sollte es ja eigentlich kein Problem sein, oder? Und das würde Sie sicherlich im Rang gegenüber Ihrer Chefin noch viel weiter nach oben klettern lassen. Ja, wissen Sie, erst klettern Sie, und dann klettert Ihr Ruf. Das gefällt mir. 4 Minuten. Worauf würfelst du damit? Ich würfel mit Leidenschaft. Bei einer 10 tut die Person genau das, was ich sage. Und bei einer 7 bis 9 kannst du stattdessen etwas auswählen. Ja. Ich habe plus 2 in Leidenschaft. Ich habe hier. Das ist eine 8 insgesamt. 8. Willst du mal aufgucken, was du stattdessen machen kannst? Aha. Sie reicht dir schon mal einen der leicht lauwarmen Steine. Mhm. Moment noch. Ja. Den nächsten mache ich wärmer. Gold. Ich muss natürlich meinen kleinen Bruder erstmal sagen, dass er zurückkommen soll, wenn weg. Ich kann die Chefin natürlich nicht ohne Leibwache lassen. Und ja, wir sind aber auch hier, also das geht schon. Aha. Naja, sie macht die Tür auf. Aber Tür offen lassen. Ja, ja, klar. Machen wir. Bis der kleine Dame wieder zurückkommt. Ja. Okay, gut. Also, Bahnorange auf den hohen Palmen. Ja. Eine die größte Palme, die Sie finden können. Ah, die ist im Herzen der Insel. Ganz genau da, ja. Möglichst weit weg. Ja. Ja. Na gut. Da muss ich den geheimen Weg entlang. Ja. Am besten den langen Weg. An der Statue vorbei, dann links durch den Wasserfall und dann immer den grünen Licht folgen. Ganz genau. Statue vorbei, links und Wasserfall. Nee, rechts und dann links. Sicher? Ja. Warte, Statue, links, Wasserfall, geradeaus, dem grünen Licht folgen. Ja. Und dann rechts und dann links. Okay. Gut. Viel Spaß. Schieb sie so ein bisschen raus. Ja. Und in dem Moment, wo sie weg ist, mach ich die Tür zu und klemmt so einen Stuhl drunter. Mittlerweile liegen 2 warme Steine auf der Captain und ich lasse sie so ein bisschen vibrieren. Merke, ich empfinde gerade Techniken, die funktionieren. Das ist, ich glaube, ich habe meine neue Berufung. Haben wir ein Fenster, das raus, also ein kleines Kuckloch? Also das sind Fenster, aber da kann man Vorhänge zumachen, wenn man das möchte. Ja, dann mache ich die, gucke ich einmal kurz raus. Ob ich kann das ganze Schiff entlang gucken wahrscheinlich dann, ne? Ja. Also wenn ihr wollt, ich kann auch noch für eine kleine heiße Ablenkung am anderen Schiffsende sorgen. Wie lange geht diese Massage insgesamt? Ich muss heute noch ein paar Sachen erledigen. Ich meine, das fühlt sich wirklich gut an. Ich will ja nichts sagen. Und dieser Bahnorangenkuchen, der würde mich auch interessieren, aber... Ich gucke euch beide jetzt an und mach so... Jetzt. Ja, ja, Moment. Jetzt kommt der Hammer. Schiebt sie die Vorhänge zu? Ja. Und jetzt hast du... Ich bin noch nicht fertig. Sie ist noch nicht entspannt genug. Warum? Du sollst sie jetzt gefangen nehmen. Oh, es tut mir unglaublich leid. Und ich würde versuchen, aus den heißen Steinen die zu biegen, damit sie zu einer Handschelle werden, sozusagen. Mhm. So, unter den Tisch und zusammen. Dann... Damit wendest du deine Ausbildung an, ne, als Erdbändiger. Das heißt, was das sind die ersten beheizten Handschellen. Das ist eine ziemlich geile Erfindung. Auf deine Fähigkeiten und Ausbildung verlassen. Da würfelst du auf Fokus. Ja. Ich hoffe, du bist ein fokussierter Mensch. 6 plus 2 sind 8. 8. Ja. Du legst das da drum. Es gibt ein lautes Knacken und Knirschen und dann bricht der Tisch zusammen, weil du so die Verbindungsstrebe unten drunter kaputt gemacht hast. Aber sie ist fest an dem zusammengebrochenen Tisch und stößt ein lautes als sie zusammenbricht. Ihre Hände greifen fest zu an den Kanten und hinterlassen brennende Spuren, als Flammen bis zu den Ellenbogen hochflackern. Ich möchte ihr mit dem rechten Fuß auf den Rücken steigen, bevor sie irgendwas machen kann. Oder ich mache das eher. Ich möchte das nicht. Ich glaube, das ist vielleicht am ehesten einschüchtern in dem Fall, weil du möchtest ihr ja suggerieren, dass sie sich nicht bewegen soll. Dann ergänze ich das Ganze. Ich trete mit dem rechten Fuß auf sie drauf, lass die kleine Flamme, die eben noch einen Stein warm gemacht hat, deutlich härter nach oben schnellen mit. Dieser Stein wird nicht lauwarm und nett sein. Du bleibst jetzt schön liegen und wir reden mal ein bisschen darüber, warum du unsere Schiffe überfällst und Lord Zuko damit nicht gerade einen Gefallen tust. Es tut mir unglaublich leid. Das sind 9.
7 plus. Leidenschaft, oder? Auch wieder einschüchtern. Eine 9 also. Ja. 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 Sie stößt einen wütenden Schrei aus, knackt mit den Ellenbogen, deine Erdschelle bricht auf, rollt kollernd und staubend in unterschiedliche Richtungen innerhalb dieses Zimmers und sie springt auf. Sie greift dich an, aber du hast sie so weit verunsichert, dass sie einen Zustand bekommt. Wütend in dem Fall. Ich kann mir aussuchen, welchen. Beziehungsweise das ist ihr erster. Es würde jetzt hiermit in einen Kampfabtausch gehen. Das heißt, ihr schaut euch an und überlegt, wie ihr vorgehen wollt. Wollt ihr volle Kanone vorwärts gehen und draufhauen? Wollt ihr eher verteidigen und andere unterstützen? Oder wollt ihr die Szene beobachten und schauen, ob ihr einen Vorteil herausholen könnt oder jemand anders von was überzeugen, ein bisschen ruhiger bleiben? Oder wollt ihr etwas ganz anderes machen und gar nicht kämpfen? Das überlegt ihr euch kurz, während ich entscheide, was sie macht. Sieht es so aus, als hätten die beiden das unter Kontrolle? Wahrscheinlich nicht. Also noch bändet jemand. Er wirkt irgendwie nicht so ganz bei der Sache. Okay. Hast du den Eindruck? Und vielleicht überlegt er sich, seinen Beruf zu ändern? Sie ist dabei, ja. Aber möglicherweise fackelt sie alles ab. Ich würde ganz gerne vor die Tür gehen. Das heißt, du machst was ganz anderes. Ja, ich werde versuchen, Verstärkung abzuhalten. Ich würde... Sie greift sie an. Ich würde versuchen, auch mit Vorstoßen, Angreifen, den gegnerischen Schwung nutzen, wenn sie auf sie zustürmt. Gut. Ja. Und du hast was gewählt? Ich möchte Druck machen. Vorstoßen, Angreifen und Druck machen. Vorstoßen und Angreifen. Sie will auch Vorstoßen und Angreifen. Damit, klar. Im Endeffekt passiert jetzt alles gleichzeitig, aber ihr handelt das erstmal ab. Okay. Ja. Dann machen wir einen Wurf auf diesen Move, Vorstoßen und Angreifen. Und je nachdem, wie gut er ist, könnt ihr Techniken anwenden. Also für eine Kurzzeitlupe, alles geht ein bisschen langsamer, während ihr überlegt, was ihr macht. Flammen sich um die Hände sammeln, du deine Steine wieder vom Boden hebst. Sie aufspringt und in eine Grundhaltung geht mit glühenden Flammen, die aus den Fingerspitzen kommen, wie kleine Skalpelle. Und dann? Dann schauen wir mal vor. Und mit dem sehr, sehr heißen Stein und der Flamme möchte sie ihr direkt einmal... Eine Ohrfeige geben. Ja, eine sehr warme Ohrfeige geben. Ist ja mit Leidenschaft wieder, das sind 8, 10. Ist eine, auch eine 6, oder? Eine 8 plus 2, 10. Ja, das ist die 6, die Fische, die du gewürfelt hast. Du kannst sogar zwei Techniken dann wählen und ausführen. Ich habe aber tatsächlich nur, das sind auch Techniken, ne? Das sind Spezialtechniken meines Bändigens im Endeffekt und das sind meine Bevorstufen. Die hast du noch nicht. Ah, die habe ich auch. Diese Charaktere kann man noch steigern. Du hast die hier und die Grundtechniken, die zu dem Vorgehen passen. Ja, okay. Dann ist es die einmal... Die stehen auf der Karte mit drauf. Ja. Dann du wolltest Druck machen? Genau, also zuschlagen ist das erste im Endeffekt. Schön mit dem heißen Stein. Wieso hört ihr nicht beim ersten Mal zu? Einmal direkt durchs Gesicht zuschlagen und danach versuchen, wieder einzuschüchtern, dass sie am besten einstellt, was sie da machen möchte. Okay. Ich muss da wissen. Und die zweite, also du machst... Zuschlagen und dann ist es Druck machen im Endeffekt. Du verpasst ihr eine flammende Ohrfeige und willst, dass sie... Zumindest du kannst ihr sagen, dass sie nächste Runde nicht aggressiv vorgehen kann mit dieser Methode. Ah, okay. Also dann kann sie nicht angreifen, sondern nur verteidigen zum Beispiel. Wenn du schlau bist, hältst du dich zurück. Schön. Ich nutze den gegnerischen Schwung, also ich versuche... dazwischen irgendwie zu gehen mit meiner Aktion und darf dann Fokus statt Leidenschaft benutzen. Das ist bei mir der bessere Wert tatsächlich. Und wenn ich das tue, erhalte ich den Status vorbereitet und ich kann die Technik kontern wählen, als wäre es eine Technik von Vorstoßen und Angreifen. Das heißt, ich würde auch eher auf Defensive dann gehen, wenn das was wird. Oh. Und das ist eine 11. Auch zwei Techniken? Ja. Also kontern auf jeden Fall als die Technik, die ich dann nehme. Und dann würde ich Druck machen und würde versuchen, sie einzuschüchtern. Und welches Vorgehen möchtest du ihr verbieten mit Druck machen? Bitte? Du kannst mit Druck machen eine von diesen drei Vorgehensweisen verbieten. Sie kann schon nicht mehr vorstoßen. Genau, zuschlagen würde ich gerne verbieten. Das hat sie schon gesperrt? Achso, das war schon. Dann zerschmettern. Dann, ja. Kann aber gar nichts machen. Gut. Ja, nö, das ja. Okay, ja. Feuer, Steine fliegen.
Sie macht einen Schritt zurück und richtet dann einen durchgehenden Feuerstrahl auf dich, holt einmal aus und wirft dir das dann entgegen. Das sind zwei... Nein, du kriegst den Status beeinträchtigt, während die Flammen dich rückwärts schieben. Mhm. Du hast die Arme gekreuzt mit einem Schild aus Erde. Beginnt aber zu knacken. Die Steine werden schwarz und glühen von innen heraus Stück für Stück immer stärker. Und ja, dafür muss ich eine weitere Erschöpfung und in Kauf genau, nehmen. Und genau, durchs Kontern kann ich hier auch eine Erschöpfung zufügen. Ja, ne? Ja dann genau. Schlägst du nochmal zurück und kannst von den brennenden Steinen wieder vorwärts schlagen in ihre Richtung. Du, hinter dir, Chaos bricht los, Dinge explodieren, Steine fliegen durch die Gegend, Flammen puffen in alle unterschiedlichen Richtungen. Du machst die Tür auf ja. Und nehme ich an, wieder schnell wieder zu. Ja, genau, kurz raus, Tür schnell wieder zu und stelle mich einfach so vor die Tür, als würde ich da so ganz entspannt stehen. Dir kommt ein junger Mann entgegen, der sagt, Hallo. Meine Schwester sagt, sie holt die Bannerorange und ich soll jetzt hier Leibwächter machen. Der Leibwächter? Nee, der war schon da. Ja, das war meine Schwester. Nee, da war noch ein anderer Leibwächter da. Nein. Meine Schwester hat das an mich abgegeben. Nee, aber hier war so ein anderer Typ mit so Glatze, einer Brille auf der Nase. Und der hat gesagt, er ist der Leibwächter und hat dann eure Chefin mitgenommen. Und eine Brille? Ja, der hat eure Chefin dann mitgenommen. Du versuchst den auszutricksen, nehme ich mal an. Das ist ein Wurf mit Kreativität. Okay, in Kreativität habe ich immerhin plus eins. Von drinnen hörst du die lauteste Massage der Welt. Ah! Genau. Sag mal, was würfelt ihr alle heute? Okay, gut. Ich glaube, sie hat irgendwas davon geredet, dass sie zum Markt wollte. Ich nehme an, du möchtest entscheiden, dass er da drauf fällt. Ja. Oh, wow. Wow. Stimmt, ne? Geschwister. Toche hat, also, und der hat jetzt meinen Job übernommen? Ja. Der kleine Mistkerl. Aber weißt du, was du machen könntest? Der bildet sich doch wieder einen Schleim bei der Kapitänin. Ja, mit Sicherheit. Oh Mann. Ich kann dir gar nicht sagen, wie, also, wenn du ein Teil dieser Crew werden willst oder sowas, was halt dich von Toche fern. Das ist ein Schleimer. Also, ich meine, du hast sie ja selber beschrieben, Glatze, kleine Brille. Ja. Du siehst an ihm vorbei, hinten jemand mit Glatze und kleiner Brille vorbeigehen. Der wirkt eigentlich ganz nett. Ist er das? Toche. Ey, lauf lieber schnell hinterher. Lauf weg. Schnapp ihn dir. Toche schaut in deine Richtung. Hä? Du rufst, läuft weg. Lauf, Toche, lauf! Dann ist der andere auf ihn zugerannt, kommt, dreht er sich auch um und rennt weg. Vollkommen fassungslos. Er schaut noch ein paar Mal über seine Schulter. Was? Tschüss. Steh weiter vor der Tür. Bleib doch einfach liegen. Nächste Abtausch. Ich bleib weiter bei Vorstoßen und Angreifen, was die Haltung angeht. Ich würde jetzt unterstützen und behindern, das heißt, sie unterstützen. Also, ich verteidige und manövriere. Mhm. Das heißt aber auch, ich fange an. Ja. Frech. Und ich gehe auch auf Kontern. Sie geht in eine etwas passivere Haltung und baut so eine Schleife an Flammen auf, indem sie ihre Hand hin und her bewegt. Ach, ich hasse nichts mehr als Poser. Dann bist du mit Vorstoßen und Angreifen dran. Mhm. Und anstatt dass Ski nach vorne prischt, um in diese Verteidigung reinzurennen, möchte ich die Umgebung zerschmettern und die Decke über ihr mit Feuer zu Boden bröckeln fallen lassen. Gut. Ich habe gesagt, auf den Boden. 7 und plus 9. Das zwei sind dann 9. Ist eine 9. Das heißt, du kannst eine Technik einwenden. Das dann zerschmettern. Das dann Umgebung. Wieder. Machen. Ja. Ja. Du reißt die Decke herab. Sie tritt zumindest einen Teil davon aus der Luft auf dich zu, aus ihrer passiven Haltung heraus. Du kriegst mit einem Punkt ein brennendes Stück Holz ab. Das ist auch ein Punkt Erschöpfung, den du dafür erleidest. Wir tun so. Und dann bist du am Ende dran. Würde sie unterstützen wollen, sehe aber, sie ist ziemlich gut in dem, was gerade passiert. Das heißt, es ist ja Unterstützung behindern. Das heißt, ich kann sie unterstützen oder ich kann sie behindern oder kann ich auch den Gegner behindern? Bei Ausweichen, Beobachten.
Ja, du kannst also einen kannst ja aussuchen, kannst einen Zustand damit erzeugen. Aber da steht, unterstütze einen Charakter in der Nähe oder behindere ihn. Also Charakter geht auch. Ja, mit, das ist ja, gut, natürlich dann würd, genau, jede dann beliebige würde ich Figur. Versuchen, ihre Aktion zu stören, nachdem ich sehe, das ist schon ziemlich aktiv. Würde die zwei gebrochenen Handschellen, die Rubbles davon, ihr entgegenwerfen einfach, um sie zu verwirren einfach. Und zwar mit Harmony 7. Naja, du triffst ihren Knöchel, sie stolpert vorwärts, sie hält dann inne, starrt euch an. Dafür, dass du kein echter Masseur bist, war das ziemlich gut. Ich übe noch und verzeiht, was hier passiert. Ich hätte das gern. Wir hatten noch eine Minute. Entschuldigung. Das ist nicht, wo wir reden wollen. Nimm also. Die Hände runter. Oder soll dein ganzes Schiff zerbröckeln? Wir können einfach reden, ja? Das ist, wenn wir hier mehr Lärm machen, kommt irgendwann noch meine Crew, egal ob euer Koch vor der Tür steht oder nicht. Es hat auch schon so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Langsam bildet sich eine Menge von Leuten, die untereinander tuscheln und in deine Richtung schauen. Ich gehe wieder rein. Habt ihr sie erwischt? Guck sie an. Oh. Wir reden. Wir sollten schnell reden. Außerdem fehlt ein Teil von der Decke. Warum fehlt ein Teil von der Decke? Unwichtig. Klunk, klunk. Okay. Also. Bevor ihr mein ganzes Schiff abfackelt, was wollt ihr? Seid ihr Attentäter? Nein. Ich kann euch bezahlen. Wir sind nicht wegen Geld hier. Du schuldest uns etwas tatsächlich. Hast deine Crew nicht vor... Ich hab euch noch nie gesehen. Nicht mir direkt, natürlich. Lass mich doch bitte ausreden oder ich hol den Rest der Decke runter. Deine Crew hat vor kurzem ein paar Schiffe überfallen, die sie vielleicht hätte nicht überfallen sollen. Oh, voll ja. mit Reparationszahlungen. Ja, klingelt's, ne? Mhm. Ja. Und wenn es nicht noch woanders klingeln soll, wo ist das ganze Diebesgut? Naja, das Diebesgut ist im Herzen der Insel versteckt. Da kommt ihr sowieso nicht hin. Aber abgesehen davon... Dem Licht folgen, Wasserfall entlang. Woher? Okay, alles klar, wir wissen, wo es ist. Cool, dann schönen Tag noch. Was? Wissen wir es? Ja. Oh. Aber ich hatte noch gar nicht erklärt. Wir haben das Geld verdient. Wir hätten das Geld bekommen sollen. Ja, aber... Und jetzt haben wir es verdient. Ihr seid einfach nur irgendwelche schwelen Banditen, die sich meine Beute selber unter den Nagel reißen wollen? Ich guck sie an. Der Feuerlord würde gerne, dass diese Lieferung ankommt. Und ihr solltet euch nicht im Weg stellen. Oh. Ich würde sie gerne einschüchtern. Oh. Gut. Ja, darf ich das? Hätten wir das sofort sagen mit Leidenschaft sollen? Nein, plus zwei. Ich finde, wir haben einen guten Anfang gehabt. Ja. Acht. Und ich würde gerne, warte, hier steht etwas aussuchen. Gibt auch, stellt aber Bedingungen. Ich wähle. Ach, du wählst aus. Ich wähle einen aus. Mein Fehler. Bei einer 10 hättest du entscheiden können. Achso, Entschuldigung. Yeah. Mm. Na schön. Ich halte die Füße still. Aber unter einer Bedingung. Ihr sorgt dafür, dass die ehemalige Anführerin nicht zurückkommt. Die sammelt gerade Unterstützung auf dem Festland. Und ihr legt ein gutes Wort beim Feuerlord ein. Er soll noch mal drüber nachdenken, ob er nicht das Abkommen, das sein Vater mit uns hatte, wieder fortführt. Das Geld hätte uns gehören sollen. Das ist Ihre Aufgabe. Ich hatte ein bisschen gehofft, die Bedingung ist, dass ich noch mal... Aber das würde ich auch so gern. Wieso darf sie jetzt Bedingungen stellen? Nein, sie hat keine... Ist in Ordnung. Das mit dem Feuerlord müsst ihr klären. Ich kann nur massieren anscheinend. Der Feuerlord wird eure Nachricht erhalten. Sehr gut. Danke. Aber ich rede mit Lord Zuko. Dann versuchen wir das doch mal, ohne Gesicht zu verlieren. Sie öffnet die Tür. Ja, das war wirklich eine sehr gute Massage. Ja. Was starrt ihr alle so? An die Arbeit! Hier, sie drückt dir ein paar Goldmünzen in die Hand. Was wird das? Ja, dann... Ich krieg nichts, oder wie? Ich habe nur eine. Wie viel habe ich bekommen? Eine. Ja. Ich bin immerhin euer Agent anscheinend.
Naja, also du hast die guten Ideen. Und sie war echt nett, oder? Also für eine Piratin. Können gut, jetzt müssen wir nur zum Zentrum der Insel. Da ist aber diese Leibwächterin auch. Also die sucht dann nach Orangenbananen. Naja. Nach was sucht sie? Ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Ich will nie wieder mit euch auf Mission. Steht noch so ein paar Schritte neben dem Schiff. Oh, ja. War das Absicht, dass zwischendurch so eine Stichflamme aus der Decke gekommen ist von ihrer Kajüte? Ja. Das sind die sehr besonderen heißen Steine, die wir extra importiert haben aus Basingsee. Die regieren anders auf Hitze. Ja, da fällt mir ein. Ist unbedenklich. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Eine Sekunde bitte. Verschwindet in der nächsten Ecke. Ich garantiere dir neue Verkleidung. Was machst du da? Ich kann massieren. Ich dachte. Also ich muss zugeben, Sixing, vielleicht ist im Massieren sogar eher dein Glück zu suchen. Oh, ich dachte, ich hätte dir. Wie ich du sein. Hast schon gesehen, wie schnell. Okay, deine... wir können. Wer sind sie? Bagara! Der Bart verrät dich. Meinst du? Hm. Ah, ja, es ist. Es ist immer noch. Okay. Gott. Besser? Viel besser. Viel besser. Sieht der Vogel echt aus? Weiß nicht. Ich nehme ihn einfach mit. Ja. Er ist gut, oder? Er ist nicht gut. Du findest ihn nicht gut. Okay. Und wo gehst du hin mit der Truppe? Ich habe Lord Sukos entschieden, mich zu hinterfragen. Ich gehe den Weg entlang, den ich vorhin gehört habe und mir natürlich 1:1 gemerkt habe, jeden einzelnen Schritt. Das mit dem Wasserfall und dem Licht. Der Wasserfall. Mhm. Bist du gut darin generell, dir solche Sachen auswendig zu merken? Ich würde sagen, nee. Dann ist das wohl das Glück herausfordern. Ja, das klingt gut. Ich möchte bei der Wegfindung helfen. Ja. Mit der Aktion helfen. Was muss ich dafür würfeln? Auf was? Du würfelst auf Leidenschaft und sie nimmt eine Erschöpfung in Kauf, um dir noch +1 zu geben. Okay, ich habe Leidenschaft immerhin +2. Indem sie 6. +3 sind 9. Sie haben 8, 9. Und regelmäßig kommt von ihr ein... Nein. Oder bist du dir sicher? Lang. Da? Da. Ja. Ach so, ja, meinte ich doch. Ja. An der Statue vorbei, links, durch den Wasserfall, geradeaus. Ach, und dann folgte dem grünlichen Licht. Das sind... tatsächlich grünliche Lianen, die unter einem dichten Blätterdach im Herzen der Insel herabhängen und leicht fluoreszieren. Und dann seht ihr im Herzen der Insel einen Holzstumpf, einen abgehackten Baumstumpf, wo oben in die Oberfläche mehrere Dolche reingerammt sind und daneben eine sehr große Kiste mit dem Siegel des Feuerlords, mit der Flamme der Feuernation und dem kleinen Kronensymbol oben drüber. Und unter einer riesigen Palme steht eine sehr große Frau, und starrt nach oben. Was tut sie da? Sie sucht nach Banorange. Auch nach oben. Gute Frau! Oh. Hell. Wer seid ihr? Wie habt ihr den Weg hier reingefunden? Wir sind fahrende Tierbändiger. Sascha, mein Falke, hat uns den Weg gezeigt. Nein, wir sind hier, um zu holen, was uns gehört. Die Banorangen gehören mir. Was haben alle mit Orangen heute? Wer ist Sascha? Das ist mein Falke. Oh, ja. Was für Orangenbananen? Irgend so ein Koch hat gesagt, dass hier Banorangen wachsen sollten. Oh, aus denen man was Leckeres machen kann. Die sind sehr selten. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wie das meine nur Freundin eine Datteltraube hat. Ich glaube, die wachsen ganz woanders. Wir sollten die Überraschungsmoment nutzen, oder? Ja. Wie sie gesagt hat, wir sind hier, um zu gehören, was... Um zu holen, was... Sag's nochmal, du hast das besser gesagt. Wir sind hier, um zu holen, was Lord Zuko, was genau der das. Feuernation gehört. Ihr wollt die Kiste? Ja, aber wollt ihr alles, was ihr fälschlicherweise genommen habt. Ich wollte nur das scheiß Obst. Sag mal, seid ihr doof? Ihr erzählt mir das auch noch, dass ihr es vorhabt. Ich hätte euch einfach damit gehen lassen. Aber du kannst es immer noch gehen lassen. Nein, jetzt weiß ich ja, dass ihr nicht zu einer Crew gehört, sondern das zurückbringen wollt in die Feuernation. Also wollt ihr die Kiste behalten? Ich helfe dir mal kurz. Du willst dich gerade 3 Gesandten von Lord Zuko in den Weg stellen, die gerade fast dein Schiff abgefackelt hätten. Haben sie das? Haben sie nicht. Sehe ich aus wie jemand, der gerne lügt?
Wer sind die Abgesandten? Die beiden. Ach so. Ich bin nur ein reichender Falkner. Und die Antwort? Ich reiße unserem Falkner seinen echten Vogel von der Schulter. Das ist nicht mein echter Vogel. Tu das nicht. Ich warne dich. Oh, du hast recht. Ich fand ihn sehr realistisch. Ach, verdammt nochmal. Ich stürze mich auf sie. Und ich werfe den Vogel an den Kopf. Sie will noch sagen, der Kopf. Ich glaube, ich habe übrigens eine Karte zweimal. Was passiert hier? Der Vogel fliegt auch. Okay. Du kannst ja auch nicht mit meinem Vogel hauen. Ich habe eine Karte zweimal, Mairi. Oh, welche fehlt dir? Die mit Ausweichen. Ausweichen und Beobachten? Ah ja, ja. Dankeschön. Entschuldigung. Uiuiui. Ja, ihr springt alle aufeinander zu. Ja. Sie mit dem Messer voran, also mit so einem großen Schlachtermesser. Du mit einem Vogel, du mit dem Fuß. Und Hirschi? Würde wahrscheinlich mit einer Technik, jetzt habe ich ja viel mehr Stein, ich würde mal die Felssäule probieren wahrscheinlich, also auch Angriff. Mhm. Gut. Ich glaube, wir haben alle Vorstoßen, ja, Vorstoßen und ja. Angreifen ja, ja. gewählt. Ja. Dann könnt ihr euch, wer auch immer möchte. Das sind nur 5. Nee, 6 schon, 6. Eine 6 insgesamt. Ja, das sieht sehr dramatisch aus, wie du mit dem Falken zuschlägst und an ihr vorbei. Das Ding ist labberig wie ein Gummihuhn, sodass es so ihren hochgebundenen Haarzopf knapp verfehlt. Du ziehst noch so ein paar Strähnen raus und dann stehst du da mit dem wobbeligen Gummihuhn. Ich werf den Vogel wutentbrannt zu Boden. Sascha! Ich sammle meine Wut über das, was du gerade mit Sascha gemacht hast. Und bündel das in meinem Fuß und trete ihr ins Gesicht. Das ist 6 plus 2 sind 8. 8? Ja. Ja gut, dann kannst du eine Technik anwenden. Ja, ich würde ganz gerne, aber es bringt mir überhaupt nichts. Gibt es auch allgemeine Techniken oder kriege ich nur meine? Nee. Das sind die allgemeinen Techniken, die hier drauf sind. Ich mache einfach zuschlagen. Ja. Ja. Gut, du trittst ihr ins Gesicht. Ja. Es ist ein sehr zufriedenstellendes Geräusch, so ein fleischiges Schmock. Und als du wieder zu Boden kommst, siehst du auch einen leuchtend roten Abdruck deiner Sohle, inklusive der leicht abgestanzten ja. Stellen, so an der Spitze und an der Ferse. Ich würde auch tatsächlich ein Kästchen Erschöpfung nehmen, um ihr einen negativen Zustand zu geben. Und zwar benommen, wenn das passt. Gut. Ja? Und Hirschi? Würde die Felssäule versuchen, unter ihm hochzuschießen. Ich krieg leider -1 auf den... Ja, die Feldsäule schießt hoch, da wo sie eben stand, hoch in die Palme. Es gibt ein Rascheln und es fällt eine Banane zu Boden neben dir. Und platzt auf in einer Fontäne von wohlduftendem Saft. Und dann versucht sie, ihre sehr, sehr massige Faust in deinem Gesicht zu versenken. Dass sie... Würde der Vogel dich lieben, würde er dazwischen springen. Okay. Hätte er sich mal mit einem Helm verkleidet. Oder einen Zustand, oder du kannst dein Gleichgewicht verändern, wie du willst. Ich würde einen Zustand nehmen. Mhm. Ich nehme verloren. Gut. Ich fühle mich desorientiert, stamme so ein bisschen herum. Sascha, wo bist du? Es macht so quack unter deinem linken Fuß, als du auf Sascha trittst. Sascha? Ein weiterer Austausch? Ja. Wie wollt ihr vorgehen? Vorstoßen. Ich auch. Gut. Das hat niemanden überrascht. Sie versucht jetzt... Verteidigung dich, und Manövrieren. Sie lässt ihr Messer fallen und versucht, deinen Kopf zu packen, um ihn mit ihrem Knie zu befreunden. Sehr. Aua. Auch Vorstoß. Ja. Aber ihr seid... Also wir handeln eure Sachen ab, bevor wir ihre erklären. Ja. Gut. Ski mit dem Schwung des weggeworfenen Stofftiers, Entschuldigung, Saschas, dreht sich und mit einem Tritt, einer Drehung und mit einer feurigen Hacke möchte sie ihr auf den Hinterkopf treten. Oh. Das sind 10. Also 2 kann ich wählen. 10. Das heißt, du darfst 2 Techniken wählen. Genau. Dann im Endeffekt zerschmetter ich die Palme, damit sie teilweise auf sie drauf fällt. Okay. Und ziehe ihr die flammende Hacke über den Schädel.
Ja, die Palme fängt an zu kippeln. Es regnet weitere Bannerorangen rings um euch herum und sie senkt sich langsam herab auf die große Dava. Was macht Hechi? Ich würde versuchen, unter ihr den Sand wegzuhauen, sozusagen, in eine Sandgrube zu machen. Ist wieder ein -1-Wurf, aber was soll man machen? Also ich würde zerschmettern, ist das. Das heißt, ich kriege auch eine Erschöpfung dazu, habe ich schon 2 jetzt. Und bin bei 9? 8, bei 8. Ah, du hast -1 auf Leidenschaft. Oh, du bist nicht so aggressiv, ich verstehe. Ikone. Ja. Aber der Sand sinkt unter ihr weg, weswegen sie mit den Händen abwärts so eher in deiner Ellenbogen kommt. Und du? Ich würde dann gerne den Beinwischer einsetzen. Also ich würde erstmal auf Kontern sozusagen würfeln. Mit Fokus. Fokus habe ich 0. Wenn du verteidigst und manövrierst, wirst du sogar vor allen anderen dran gewesen. Ist aber egal. Das sind 10. Ja. Wow. Und hat sie schon 3 Erschöpfungen? Ja. Dann würde ich gerne meine Kampftechnik, den Beinwischer, einsetzen. Und zwar, ich treffe sie da, wo sie am schwächsten ist. Ich tauche unter ihr durch und trete ihr so mit dem Hacken in die Kniekehle, sodass sie einfach nach hinten so umkippt und in den Sand rein. Und sie muss jetzt... kriegt nochmal 2 Kästchen Erschöpfung und sie hat weniger als 3 Zustände. Das heißt, sie kriegt... Ich kriege auch noch ein Kästchen Erschöpfung. Also ich kriege 2 Kästchen Erschöpfung. Und du kriegst noch 2 Kästchen Erschöpfung oder einen Zustand oder irgendwas anderes, weil sie zumindest nochmal dir einen verpasst. Dann fegst du sie um, sie fällt in die Grube, die erzeugt wurde, und dann kippt die Palme oben drauf und pinnt sie darin fest. Stille kehrt ein. Sascha macht ein seltsames Geräusch, als er sich langsam wieder aufplustert. Sehr gut. Alles wird gut. Oh Gott, der echt? Oh Gott, es tut mir leid. Aber können wir uns ich habe gar nichts gemacht. Können wir uns für die Zukunft bitte merken, wenn ich nochmal das Pech habe, euch beide an der Backe zu haben, dass wir es direkt einfach mit den Fäusten lösen? Anscheinend, ja, traurig, aber so ist das wohl. Keine Verkleidung mehr. Hä? Keine Verkleidung mehr. Ach, schade, ich fand die eigentlich immer ganz lustig. Nur eine noch. Oh, Entschuldigung. Aber nur, wenn ihr die Truhe tragt. Mussi, der hinter euch hergelaufen ist, guckt ihm. Also, er kann ja jetzt den Captain spielen, der. Ja, wir sollten. Der damit abzieht. Aber wir sollten verschwinden. Ja. Gut. Nehmen wir das, was wir brauchen und. Also, wir gucken erstmal rein, ob da auch alles drin ist. Weg vom grünen Leuchten. Und. Geht aus dem Weg für den grausamen Piraten Roban, den Kurzsichtigen. Ich bin der Rächer der Rechten. Und so, nicht sehr würdevoll, aber effektiv, tragt ihr die Kiste zurück auf das kleine Schiffchen und segelt davon von der Purpurtuchinsel. Und es ist genau 16.30 Uhr und damit sind wir durch mit dem Avatar-Slot. Und Dankeschön. Und wir verabschieden uns von Lilly. Vielen Dank, Lilly. Gerne, danke. Als Psi die Eiserne. Es war mir eine Ehre. Aber Steffen und Ben bleiben beide, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, ich muss auch gehen. Du musst auch gehen. Ja, dann sagen wir tschüss zu Steffen. Tschüss, Steffen. Tschüss. Bis später. Tschüss. So, ich packe das mal ein. Das ist noch von dir. Dankeschön. Und dann hole ich gleich noch was für die Cthulhu-Runde, die sich jetzt direkt anschließt. Unter anderem 2 andere Mitspielende. Da. So, sehr schön. So. Ich komme ein bisschen zu dir, ich muss besser hören.